Meint, wenn sie geeks live, letzte Woche schmerzt in Heimat, meint kaputt wohl. Und, gut, in neue Release bei ihrer CD. Ja, wo gerade als 2 CD rausgepusht. Das ist ein gutes Stück, der Marvel Fall. Als da im Oktober rauskommen, wir hatten als Release-Party an der Schönfabrik zu Tating, wo auch die Luxcon ist. Und, ja, wir sind gut stolz auf das Ding. Die, wie viele CD hast du wieder rausbringt? Die 2. Wir hatten als erstes mal dann vor 4. Demo zwar noch ein Studio-Projekt, da hat dann am Anfang just mir 2 alles gemacht. Und in dem Moment, wo die CD rauskommt, hat sich schon eine richtige Band formiert. Heute sind wir noch 6 junge Musiker. Ja, wir sind motiviert, weiter zu schaffen und auch weiter Neues zu schaffen. Wie gibt ihr euren Stil selber beschreiben? Mir so nimmt das Progressive Metal einfach für der froh auszuwischen, weil in einem Progressive Metal kann man sich nicht wirklich einen Härtegrad vorstellen, aber auch nicht ganz, weil die Lieder abgebaut sind. Gut, da gibt doch ein paar so Bands von Heinzel Drop aufgestuft, gibt vielleicht verstehe selbst wie Dream Theater drin, das sind wir allerdings gut nicht. Wir wissen eigentlich ziemlich viel an den Genre, in der Homolabs hat mehr Black Metal, das Homolabs hat mehr Power Metal, das ist immer ein bisschen von allem, weil man eben ganz breit als eine Gusche drehen und wir probieren halt alles so dran zu bringen, dass es dann nur eine Rundsache gibt und vielseitig ist auch viel aufwesten wird. Seit wann macht ihr Musik? Nur als Band oder insgesamt? Als Band und insgesamt wäre auch interessant. Ja, als Band gibt es seit 2012. Im Sommer haben wir uns gegründet, aus einer Bayer-Laune raus ein bisschen. Also, ich war die Bayer hier bei Laune. Musik, man ist am Anfang auch rechtzeitig Band, gibt ja, hier noch schon ein bisschen lang gewollt, wie gesagt. Ja, also ich spiele Gitter und das seit 2008. Ja. Und meine erste Band habe ich seit 2007 Gitter. Und seit 2009 habe ich eine Band. Als Keyboarder? Ja, da war ich Keyboarder. Welche Band zu der ich inspiriert habe, Musik zu machen? Also für mich war es eindeutig Children of Bodom und natürlich dann irgendwann den Kawaii entwickelt zu anderen Bands und dann läuft natürlich alles quer durch die Gart. Aber mir ganz klar, wenn du Scooter und alles was Musik machst. Nee, also ich habe hier immer Band gegründet und er war schon als Schreiber für kleine Trap-Szenen aktiv und da habe ich dann auch wirklich durch die Gart und Metal alles gelauscht, hat andere waren geschrieben und ich habe immer gesagt, so, ich hätte nur Lust, auch selber künstlerisch aktiv zu sein und nicht nur andere zu bewerten und so hat sich das dann alles begründet. Wie du warst, am Anfang schon zu tief drauf, um ein, zwei Bands festzunehmen, weil wir einfach schon zu viel Verschiedenes gelauscht haben. Und der Musikvideo, wo rauskommt für die neue CD? Ja, wir haben schon in der Bass zum Lied A Marble Throne, den hat nochmal dein Kollege auch gedreht, den Roger Hocker, den kam das halt. Wir haben dann mit ihm alles ein bisschen geplant und dann haben wir eine gute Do-it-yourself-Arbeit, alte Sachen gekauft, alles ein bisschen selber, Nachbau gemacht und so weiter. Und dann 3D hat wirklich gut durchgeschafft für professionell, da war nicht so teuer das Resultat zu kriegen, weil das hat meistens keine Lesen als junger Musiker. Okay. Also, ich finde es merci. So, nicht merci. Das ist noch eine Slash-Info, wo könnt ihr Leute spannen? Auf den üblichen Seiten wie Facebook, wir haben eine Seite Bandcamp, wir haben einen YouTube-Account, von dem noch ein Video fand, beziehungsweise so ein paar kleine Videos, zum Beispiel, wo jeder Lied auf der Gitarre spielt und so weiter, hat alles flott gemacht. Dann haben wir eine Seite auf Gig mit, das mehr für den Book ging. Das ist halt wirklich Spotify. Ja, Spotify haben wir mittlerweile. Ja, iTunes, genau, auf all den Streaming an digitalen Download-Seiten. Auch auf Amazon kriegt ihr den Digipack zu kaufen. Kriegt ihr natürlich auch bei uns. Sowieso einfach alles ausschreiben. Wir sind eine kleine Band. Wir lassen was Leute bei uns zu trinken. Von daher befreien wir uns aber auch noch nicht. Okay, merci. Merci auch.